Das ist jetzt aber, Digga, hört dir, das ist gefühlt Timo Werner nach einem Spiel, ne? Auf dem Peter. Fotografiert nach Nee, einem das Spiel. kann ich gewinnen. Zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Könnte ein klasse Spiel werden. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Ja, ein Win mit einem englischen Vorbereiter zum Beispiel. Muss es nur ein Win sein mit einem englischen Nein, Vorbereiter? drei. Oh mein Gott, das Es ist ja sind noch immer noch drei. schlimmer. Ja, es sind Naja. immer noch drei. Immer noch zwei von fünf Gutes fast. Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorbereitung. Er entscheidet auf Oder Kai Havertz. Moreno. Der Rea ist noch am Ball. Unglaublich, wie er da den Treffer verwandelt. Ja, das gibt Eckball. Scheiße, Wespenmücken, Digga. Da kommt die Ecke. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar Nee, gleich rote, erfahrene Mann. Spieler. Genau. Für jeden einfach. Sobald ein Foul passiert, Da gibt der rot. Vorteil. Gute Entscheidung. Spielfluss Ja, ist stabil. Spielmodus. Foul gleich Puh, rot. nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber Ja, es der bleibt beim Pet 0-0. Jack, der Vorteil Jacks liegt dich immer nach nachts der an, Ecke. Digga. Jetzt hier Ja, Druck die hat seinen aufbauen. Preis. Alles genau richtig Oh, gemacht. ne? Klasse Aktion vom Schiri. Oh, viel Platz jetzt. So, geht er gleich zu Fuß hier. Frühes Tor. Ja, Werner, nimm Junge. den Ball mit und geh einfach. Geh vom Feld. Mit dem Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Na? Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Der dribbelt nicht mal, Digga, er läuft nur. Ja, da ist er zur Stelle, Ball Der macht gewinnen. beides gleichzeitig. Du siehst bloß das Dribbeln halt nicht. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Nein! Gleich gelb! Hier Cristiano gibt's keine Ronaldo. Fa Hier gibt's keine aufmunternden Worte. Hier wird hart Und es ist doch regiert. noch harmlos. Ja, Das ist sowas mein. müssen Sie Okay, das ist nicht konsequenter mein stellen. Stadion. Vorne jetzt die Balleroberung. Kein guter Zweikampf. Ey, Mühelos ist das wieder hier nach egal? vorne. Man könnte fast Lobe jetzt das sagen, der Gegenspieler. Schiedsrichter ist Kein parteiisch. Problem Wenn für der den Gegner Ball einen in der Foul macht, Situation. dann lässt er die Werner mit Verwarnung dem noch Ball. Wie stecken. reagiert er? Machst du einen Foul, was Werner sofort mit er dem entschieden Fuß wird, jetzt. direkt gelb. Ne? Ah, da ist der Ball weg. Das ist sehr sus, muss ich sagen. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Kaum vom Ball zu trennen. Timo Werner. Da wird er unter Druck gesetzt. Oh, ich habe gesehen, wie Jetzt er kommt kaum die vom Ball Gefahr. zu trennen war, du auch. Eine schnelle Tornado wieder. Und damit sind Das sie ist am bei der Ball. normalen Ronaldo-Karte auch noch nicht schwer. Sehr gute Aktion von Thiago Silva. Shaw. Das Rashford. Havertz, ja klar, macht es klasse. In den freien Raum. Kann erstmal befreien. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ganz verpasst. Die Terriers in der Offensive. Nur noch der Torwart vor sich. Das war Was? Das war ein kein Kopfballtreffer. Winkelschuss oder Das so? Tor ist fast Digga, WTF. Ist auch einfach besser. Komplett. Phil Foden. Ja, ich glaube, Phil Mount kannst du. Foden. Für Havertz. Fortnite. Ich glaube, Jetzt lassen sie den Ball Mount spielen. kannst du dir Jetzt kommt die abschreiben, so Verlängerung rein. langsam. Da ist Was? so Ich keine glaube, gute Mount Stelle kannst du mehr. dir abschreiben. Ich glaube nicht mehr daran. Situation geht Na? weiter im Havertz.
Havertz mit der Chance. Den Ball hat Loris. Starke Aktion. Ja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Gute Flanke, Silva ist zur Stelle. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Havertz jetzt. Hugo Lloris zeigt sein ganzes Können. Kein Tor. Da macht er diese hochkarätige Chance aus kurzer Distanz zunichte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Diogo Jota. Sie haben diese Partie. Ich hab keinen Bock mehr. Was soll das denn? Lass mich. Hier ist ein Allsfans, Digga. Ich bin bald vorbei. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Vor allem hat er James in den Sturm gestellt. Hab ich das gerade richtig gesehen? Hat er James als rechten Außenverteidiger in den Sturm gestellt? Auch von seiner Aufstellung her müsste er eigentlich kacke sein. Aber so allein, wie er die Spieler aufstellt, hat er nichts kapiert. Ne? Hier, guck. James, der rechte Außenverteidiger, spielt gerade die Ecke. Kann er doch, hä? Ja, aber der steht, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, rechts im Sturm. Da ist das erste Tor. Ne? Und das Spiel geht richtig ja. Gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Guck. Ramos hat gerade ein Tor geschossen. Der ist zentraler Innenverteidiger. Ich glaube, der hat irgendwas nicht richtig verstanden. Sehr gut aufgepasst. Die Terriers mit dem Foul. Kann da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen. Warum denn? Bin ich ganz bei dir. In der Situation nur gelb. Ach so, nur gelb. Ja, das kann ich verstehen. Ich dachte, ich werde jetzt finden, dass es nicht in Ordnung, dass es eine Karte gibt. Aber nur gelb, da bin ich bei euch. Ich finde auch, jeder sollte immer gleich rot bekommen. Denn Foulen ist ehrenlos. Rot. Nee, 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 das kann man fast nicht durchgehen lassen. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Saha mit der Chance. Ach, wenn du ihn gefühlt schlimmer faulst als er dich, ist gelb angemessen. Na? Mach, Opa. Kurze Ecke jetzt. James. Sterling. Ein guter Block hier. Versucht per Volley. Parade von Lloris. Weiter geht's. Sterling. Ja, setzt sich schön durch. Er hat die Chance. Brillant gemacht. Ja, der Torwart sieht gerade so aus, als würde er ja, der Vollmüll gehen und noch voll ins Tor geschickt. Kannst du mit zwei Controllern spielen, in jeder Hand ein. Ja, genau. Hm? Bin ich nachher so. Genau. Vielleicht hast du eine bessere Chance, wenn du so spielst. Ich denn noch? Guter Versuch. Schlechter als FIFA spielen, schlechter als du FIFA spielen kannst, damit spielt, dann ändert sich bestimmt alles. Ne? Er geht schön dazwischen. Klasse durchgesetzt. Mount mit dem Ballverlust. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Die Chance. Sie machen das Tor. Schreib das zu ihm, der sagt safe ja. Also der muss kein Problem damit haben mit seinem Team. Warte, ist gut. Ja, ist doch gut. So, wie geht das jetzt? So, so. Spielerkarte anzeigen. Nachricht senden. I need. So.
please. Ja, lass mich schnell zu Ende schreiben. Macht sie Sinn nicht? Raus. Abbrechen. Raus. Sofort. Mal gucken, ob er drauf eingeht. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Spielst du heute noch, oder? Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Das ist doch einfach. Was macht die da? Du schreibst nach dem Game, thanks. Ja, aber du denkst dran, dass du... kann es jetzt sein, dass er jetzt rausgeht und es dir nichts bringt, weil du brauchst ja ein veraltetes Tor vom Engländer. Ja. Okay, es war nice von ihm, aber du musst, wenn jemand... Schreib ihn thanks, damit er das bei den Nächsten auch macht, so. Ja, mach ich. Warte. Thank you. Aber du musst halt, wenn jemand drauf eingeht, musst du halt zu Rashford rüberpassen. Vielleicht nehmen wir Rashford für die Zeit erstmal direkt in den Mittelsturm. Ist ja egal, die ist Chemie, ne? Mhm. Und dann halt zu Rashford und dann ins Tor halt, ne? Ja. Aber vielleicht kriegen wir das dann so hin. Den juckt das eh nicht? Nein, ich juckt das alle nicht. Die haben alle so krasse Dinger. Direkt Pause. Willkommen zu unserem heutigen Spiel. Ich darf Sie begrüßen hier im Stadtvelodrom. Ja, mach weiter. X. A. Spielerkarte anzeigen. Nachricht senden. Ach, ich bin aber schnell im Tippen auf dem Scheiß. Schließe gar keine Tastatur an. I need a win. PS. Bam. Nachricht senden. Zack, zack. Abbrechen, zurück. Wir fortsetzen. Der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß, und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit. Er denkt sich, nee, Bruder, ich mache dich jetzt recht fertig. Das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Mohamed Salah. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Salah verliert den Ball. Iggy, macht einfach weiter. Nee, ich hab gesagt, er antwortet. Den kannst du auch fragen, definitiv. Der hat ein gutes Team. Also dich das Team. Ja, die haben alle ein richtig gutes Team. Ich sag immer noch, das liegt daran, dass deins auch schon ungefähr halt auch auf dem, für FIFA zumindest ja, auf dem Niveau ist. Nein, X. Ups, nein, Mist. Da ist er der Gastgeber. Nach Senden. Ich schreibe jetzt gleich nur noch Wind viel schneller, ne? Ja, Wind, please. Ja, das reicht eigentlich. Das zeigt ja auch. Er kennt die Aufgaben. Er macht wahrscheinlich auch ein paar Aufgaben. Jeder, der diesen Modus macht, hat gefühlt die Aufgaben. Warum spielst du ihn sonst, wenn du nicht die Spieler haben willst? Ne? Ansonsten spielst du Division oder so. Ja, mach kurz Pause, klar. Ist auch okay. Ja. Ja, er guckt. Das habe ich geschrieben. Kannst du schon auf weitermachen? Wenn er soweit ist, macht er auch auf fortsetzen. Wir wollen ja nicht weiter. Ne? Er guckt, was hat er geschrieben? Das ist das geil. Ist aber auch ein Zug. Digga, das ist ja auch bitte eine Folge. Wir betteln um Win. Wir betteln um 3 Wins. Ne? Aber wir brauchen nur ein Tor. Ja, immer nur ein Tor. Er hat geantwortet. I give you 10 goals, you give me 10 goals. You 10 goals, you give me 10 goals. Okay.
Ja, dann ist doch der jetzt einfach. Ja, die ist da jetzt nicht mehr, weil. Also, ich muss. Hier. Ey, du gibst ihm 10 Tore und er gibt die 10 Tore. Ist aber okay. Wir brauchen anscheinend die Tore noch. Und ich bin sicher, Na? Das wird heute auch absolut hochklassig. City, wie bitter. Der Ball geht ins eigene Tor. Hä? So macht man das aber nicht. So kriegt man keine Tore. Nein, so zeigt er an, dass nach zwei Dingern zeigt er an. Verloren. Er hat gerade gesagt, ich gebe dir 10 Tore und du gibst mir 10 Tore. Und jetzt schießt er Eigentore. Hä, wie dumm, das ist doch gar nicht das, was wir wollten. Okay, wir wollten Win, so kriegen wir den, aber nicht so ein Win, wo wir ein Tor schießen. Mhm. Egal, als ob wir das alle nicht kapieren. Die kennen doch auch die Aufgaben, oder nicht? Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Ach, jetzt meint er jetzt. Oh. Jetzt versucht er Tore zu machen. Nachdem er dir 2 gegeben hat. Na? Oh. Ja, aber wie dumm ist, das zählt auch nicht mal als Tor machen, wenn er ein Eigentor macht. Soldier. Na? Ja, das ist Pressing. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Den Ausgleich, den sie selbst provoziert haben. Na, also. 2:2. Na? Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Was? Holen die den Ball? Ist es das jetzt? Ja, wenn er dir, wenn er was die 10 Tore haben will und dir den Win schenkt, dann musst du was gucken, dass du eins von den 10 Toren selber machst. Das reicht ja, ne? Ne? Gute Aktion, sie haben den Ball. Er geht an Thiago Silva vorbei. Da haben sie die Chance. Der ist drin! Ausgleich! Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Jetzt bin ich gespannt. Nein, das ist dumm, Bro! Ja. Der Spieler muss da aufgeben. Ach, ist doch dumm, ne? Das ist jetzt ein 3-Sieg für uns, aber es ist doch etwas, was wir. Ach, mein Güte, warum sind so viele Noobs unterwegs?